Einen wunderschönen guten Abend, ihr Schuppenkriechtiere da draußen, und herzlich willkommen zurück zur 6. Episode Let's Play Transport Fever. Ich freue mich wie immer riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und wir befinden uns hier gerade am Bahnhof von Orlando und hier fährt auch gerade der Zug ein. Einer von zweien und auch der einzige von zweien, der satte Gewinne für uns erwirtschaftet, während der andere, naja, immer wieder ein Stirnrunzeln auf unsere Stirn zaubert. Und ja, fangen wir erstmal mit Folgendem an. Ich habe jetzt mich entschieden, zwischen den Folgen die Liniennamen immer zu ändern, also während praktisch das Spiel pausiert ist, so dass wir da keine Zeit verlieren. Ihr seht, ich habe die hier alle versucht, möglichst sinnig einfach zu benennen, dass wir immer direkt wissen, um was es hier eigentlich geht. Dann wollte ich mich auch einmal ganz herzlich beim Klaus bedanken, der sich die Mühe gemacht hat, für mich einmal herauszufinden, wie diese Stadt denn eigentlich richtig ausgesprochen wird. Und es ist Des Moines. Und er hat mir da auch netterweise eine Audiodatei geschickt, in der ich eben mir anhören konnte, wie die Aussprache, ja, richtig klingen muss. Dafür vielen Dank, Klaus. Hast du mir ein bisschen Arbeit abgenommen. Und, ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie die Stadt richtig heißt. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wir müssen uns heute unbedingt um unser Sorgenkind kümmern. Ich muss euch auch sagen, seht ihr hier den Lokführer? Ich habe den ganz stark im Verdacht, dass das ein ganz alter Ganove ist, der offenbar seine, ja, sein Zugführerschein offenbar, keine Ahnung, gekauft hat. Denn der Mann scheint nicht zu wissen, dass in den Dampfkessel keine Kohle reinkommt, sondern er meint, da kommen Geldbündel aus unserem Konto rein. Und dann ist natürlich kein Wunder, dass hier alles verheizt wird. Nein, Spaß. Natürlich ist das nicht der Fall, aber ihr versteht, was ich meine. Wir müssen auf jeden Fall dieser Problematik endlich Herr werden, weil sonst laufen wir Gefahr, bankrott zu gehen. So, und ja, die Idee war also jetzt, oder beziehungsweise die Frage, die ich mir stellte, war, was machen wir mit dem Zug? Sollen wir den einfach verkaufen? Dann habe ich mir gesagt, ist aber auch schade, ich meine, die Linie ist ja schon etabliert etc., auch wenn sie noch nicht so gut funktioniert, wie können wir das beheben? Und da möchte ich euch direkt mal was zeigen. So, wir gehen mal auf die bevölkerungsdichteste Stadt, oder beziehungsweise wir sortieren sie nach der Bevölkerungsdichte. Ganz klar, Los Angeles, unsere Metropole, steht natürlich ganz an der Spitze. Direkt dahinter Fairfield, auch klar, haben wir stark mit Industriegütern versorgt und inzwischen auch an Los Angeles angebunden, per Bus zumindest. Und auf dritter Stelle steht Knoxville. Und Knoxville ist gar nicht so weit von Des Moines entfernt, und zwar hier. Und dann war mein Gedanke, okay, wenn Knoxville fast 300 Bewohner hat, wenn wir das hier noch an die Linie anbinden, dann wird diese Linie definitiv, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, lukrativ werden. Und deswegen hätte ich gesagt, wir machen das jetzt auch. So, da müssen wir natürlich erstmal 1 Million wieder aufnehmen, denn jetzt haben wir auch unseren Kreditrahmen endgültig ausgeschöpft. Ich kann es euch einmal zeigen. Zack, zack, wir drücken, passiert nichts. Mehr als 10 Millionen wollen uns die Banker nicht geben. So, dann machen wir einmal die Höhenlinien an, um zu gucken, wo wir den Bahnhof platzieren können. Ursprünglich war mein Gedanke, es irgendwo hier zu machen, dass wir dann später den Zug hier so entlang nach Provost führen können. Jedoch seht ihr hier, dass hier eben sehr starke Unebenheiten sind oder beziehungsweise eine sehr starke Steigung. Das würde bedeuten, wenn wir hier eben den Bahnhof platzieren, dann versinkt sozusagen ein Ende sehr tief in den Berg hinein. Und die einzige Möglichkeit dann wäre praktisch, über den Tunnel da wieder rauszukommen. Tunnel sind aber in unserer jetzigen Situation völlig undenkbar. Wir haben gar kein Geld und das Letzte, was wir tun werden, wird ein Tunnel sein. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, machen wir halt den Bahnhof hier unten hin. Und da Provo eh ein kleines Kaff ist, mit gerade mal 160 Einwohnern, wenn wir es denn unbedingt anbinden wollen, dann machen wir es wie bei Fairfield über eine Buslinie. Okay, aber dann würde ich sagen, lasst uns beginnen mit den wichtigen Arbeiten. Erstmal schließen wir hier die Kurve ab, nehmen uns den Bahnhof, so gucken wir so ein bisschen, dass das alles auch passt, dass die Zuglinie möglichst clever sozusagen schon gesetzt wird. Ja, ich denke, so ist okay. Und dann arbeiten wir uns natürlich wieder in kleinen Abschnitten vorwärts. Und was ich auch sagen muss, was ich wirklich im Vergleich zu Train Fever ganz gut finde, ist, dass jetzt endlich
die Problematik mit den Bahnübergängen eben auch gelöst wurde. Beziehungsweise, was heißt die Problematik mit dem... Also, es war früher schlicht und ergreifend, hat es oft gezickt. Jeder, der Train Fever gespielt hat, kennt das Problem. Und was auch sehr interessant ist im Vergleich zum Vorgänger, ist, dass man inzwischen nicht nur Gleise über Straßen hinüberbauen kann, sondern eben auch umgekehrt. Also, Straßen können auch über Gleise gebaut werden. Und das war eben bei Train Fever nicht möglich. Also, wirklich, das ging einfach nicht. Das war nicht in der Spielmechanik implementiert. Und das finde ich auf jeden Fall sehr gut, dass man eben auch an dieser Schraube angesetzt hat und gesagt hat, nein, das hat noch Verbesserungsbedarf. Denn das macht natürlich dann den Bau wesentlich komfortabler. Also jeder, der schon einen sehr weiten Spielstand hatte, kennt es. Man möchte eine Straße irgendwo drüber ziehen. Die einzige Möglichkeit, die einem bleibt, ist dann ein Tunnel oder eine Brücke. Das kostet dann immens viel mehr Geld, als man eigentlich ausgeben wollte für den Teil. Und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall eine ganz nützliche Neuerung, sag ich mal. So, jetzt sind wir fast da. Ich würde sagen, wir wechseln mal kurz die Perspektive. Nehmen uns den Bulldozer und bulldozern hier erstmal das Depot weg. Mal schauen, können wir es direkt verbinden? Sieht das gut aus? Nein, mir hebt sich da das Gleis etwas zu sehr an. Deswegen führen wir es erstmal bis hierhin. Oh, sieht immer noch so komisch aus. Moment. Dann machen wir es halt schrittweise. Und schon gefällt es mir wesentlich besser von der, ja, Ebenerdigkeit. Sagen wir es mal so. So, wunderbar. Dann hätten wir das im Prinzip schon geschafft. Und das heißt, wir müssen einmal die Linie, neu konfigurieren. Das heißt, wir entfernen erstmal Des Moines. Und sagen, nach Los Angeles fährst du bitte nach Des Moines, danach nach Knoxville und dann wieder nach Des Moines. Und dann wäre logischerweise er wieder bei der 1, also wäre er wieder Richtung Los Angeles unterwegs. So, ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich, dass das jetzt uns, saftige, fette Gewinne einfahren wird. Jedoch dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass wir hier auch noch eine vernünftige Busanbindung, bereitstellen müssen, dass die Leute hier auch ganz problemlos zum Bahnhof und zurückkommen. So, zack. Falls ihr euch gefragt habt, warum habe ich jetzt da gerade so gefummelt, ganz einfach, damit wir nachher noch die Möglichkeit haben, das zu erweitern. So, ihr seht, da fehlt wenig Platz zur Straße, aber wenn es halt eben nicht gepasst hätte, dann wäre das jetzt rot markiert, dann hätte man erst die Straße abreißen müssen und es wäre unnötig aufwendig gewesen. So, in dem Fall brauchen wir natürlich auch ein paar Bushaltestellen. Ich würde sagen, die erste setzen wir ja hier hin. Dann machen wir noch eine hier hin. Dann denke ich, macht sich hier noch eine ganz gut. Hier hinten. Und eben auch hier. So, dann noch eine. Ja, ich denke, eine letzte hier. Oder sollen wir so und so? Unentschlossenheit. Nee, wir machen die hier. Nee, komm, eine reicht. Eine reicht. Gegebenenfalls können wir später noch eine hinzufügen. So, dann machen wir natürlich eine neue Linie auf. Fangen hier an. Gehen hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Jetzt kommt der Clou. Dann geht es hier nochmal hier lang. Dann hier lang. Und dann ist sie eben wieder am Startpunkt angekommen. Warum hier diese Überkreuzung? Ganz einfach. Wir haben dann praktisch hier einen Kreislauf gebildet, in dem sozusagen die Leute hier angekommen, also wenn hier zum Beispiel einer von dieser Bushaltestelle zu dieser möchte, dann kann er hier einsteigen, hierher fahren, aussteigen, warten auf den Bus, der sozusagen von hier gerade kommt und da lang fahren wird und nach hier fahren. Das ist eigentlich einfach der Trick hinter der ganzen Sache oder warum ich das so gerne mache. So, da brauchen wir natürlich noch ein Busdepot, gar keine Frage. Irgendwoher müssen ja die Busse kommen. Die bringt schließlich nicht der Storch. So, gucken wir mal, wo stellen wir die denn hin? So, sieht doch soweit ganz gut aus. Genau, und dann würde ich sagen, wir nehmen... Und ja, was sollen wir uns denn nehmen?
Denkt ihr, 6 Stück reichen? Ich denke schon, oder? Für den Anfang müssen wir erstmal gucken, wie sich das Ganze hier entwickelt. So, ich werde dann die Linie, wie gesagt, immer zwischen den Episoden umbenennen. Das machen wir nicht jetzt, denn ich will eure kostbare Zeit und auch meine kostbare Zeit, ehrlich gesagt, nicht mit der Umbenennung von Linien innerhalb der Aufnahme, ja, verschwenden. So, okay, jetzt haben wir das im Prinzip gemacht. Ich würde sagen, wir zahlen mal sicherheitshalber die 500.000, die noch übrig geblieben sind, einfach mal wieder zurück. Einfach Safety first, sage ich mal, auch um uns ein bisschen Zinsen zu ersparen. Und knallen den Zeitraffer wieder rein. Moment, wobei, was erzähle ich da? Bevor wir den Zeitraffer reinknallen, lasst uns kurz prüfen, gibt es eigentlich veraltete Fahrzeuge? Oh ja, die Buslinie Orlando ist, bedarf einer Neuerung. Dann wollen wir mal gucken, gibt es eigentlich schon neue? Nee, gibt es nicht, also immer noch die Pferdekutschen. Gut, wenn dem so sein soll, dann soll dem eben so sein. Und dann sagen wir, jo, tauscht für uns bitte aus. Und dann ist dieses Thema auch geklärt. Nein, du willst mich doch veräppeln. Du willst mich doch... Wartet, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, lass ihn bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Wir haben so ein Glück. Wir haben so ein Glück. Huh, okay. Denn es gibt schon die Postkutsche. Das heißt, ich würde sagen, also guckt mal... 4 Passagiere, hier sind es eben 5 und sie fährt 3 Stundenkilometer schneller. Deswegen sollen die bitte hier direkt durch die Postkutsche ersetzt werden, die 3 Fahrzeuge, die hier eben in Orlando schon veraltet sind. Und dann können wir wieder ganz beruhigt auf Play drücken. Ach, da fällt mir gerade auf, in Knoxville haben wir jetzt gerade erst frische Dinger rausgelassen. Eieieiei. Ah, okay. Ist jetzt natürlich blöd, konnte keiner ahnen, dass das just in dem Moment passiert, nachdem wir die Busse rausfahren lassen. Aber es ist nun mal jetzt so. Jetzt würde ich sagen, auf jeden Fall, liebe Leute, lasst uns den Zeitraffer reinhauen und schauen wir, wie sich diese besagte Sorgenlinie entwickelt. Ob vielleicht durch die Anbindung an Knoxville dieser Zug auch endlich mal, ja, lukrativ wird. Moment, das ist nicht dieser, sondern dieser. Na, wo ist er denn? Da ist er. Ja, wie ihr seht, er nimmt halt nur 2 Passagiere mit. Also, er hat sich bis vor kurzem gar nicht gelohnt. Jetzt schauen wir mal, wie sich die Sachlage verändern wird, wenn er eben nach Knoxville fährt. Und ich sehe schon, hier ist schon der erste Passagier da. 4 sogar schon. Ist also wesentlich schneller gegangen, als es bei Des Moines der Fall war. Gut, hier sind jetzt natürlich auch 8 schon. Ist ja auch kein Wunder. Ich meine, man muss jetzt bedenken, der Zug fährt von Des Moines aus nach, beziehungsweise in 2 Richtungen. Aber gut. Sei es drum, trotz allem bin ich voller Hoffnung, dass wir das Problem jetzt damit endgültig in den Griff bekommen haben. So, machen wir nochmal kurz die Fahrzeugliste auf und gucken, gibt es hier irgendwo alterstechnisch Probleme? Wie alt dürfen denn eigentlich die werden, die Schiffe, gehen wir mal kurz zur Werft, gucken wir mal, wenn man den neu kaufen würde, der darf bis zu 50 Jahre alt werden, ja gut, dann müssen wir uns um die Schiffe erstmal nicht kümmern, die machen das schon von selbst unter sich aus. Okay, ihr seht schon hier die ganzen Bushaltestellen, die ja noch in der letzten Episode übervoll waren. Das hat sich jetzt inzwischen eingependelt. Sprich, wir haben offenbar genug Busse auf der Straße. Gucken wir mal kurz, wie das eigentlich mit der Linienauslastung hier abgeht. Was noch besser sein könnte und was eben nicht. Oder wartet, lasst uns das mal nach den Einnahmen sortieren. So, der Zug nach Orlando, klar. War bis gerade eben zumindest der lukrativste, warum auch immer, wo der jetzt auch immerhin verschwunden ist. Ist der weg? Seht, ach, da ist er. So. Okay, also was sind die Linien, die uns Probleme bereiten? Klar, die neu eingerichtete Buslinie hier macht natürlich noch keinen Gewinn, das ist ja normal. Gut, die Busse in Fullerton und Orlando sind uns auch egal, es sind hier nur wenige Tausend, die uns verloren gehen, aber es ist halt der Zug, dieser verflixte Zug. Und der macht uns wahnsinnig. Aber ich glaube, er hat jetzt schon mehr Passagiere dabei. Ja, 10 Stück mehr, als er jemals in seiner ganzen Historie dabei hatte wahrscheinlich.
Von daher hoffe ich mal, dass das jetzt eben zu einem guten Ende führen wird. Für uns, als auch für den Zug. Denn wenn er jetzt mal langsam nicht Gewinne einfährt, dann, meine lieben Freunde, glaube ich, müssen wir ihn auf den Schrottplatz bringen. So, aber ich sehe schon, doch. Hier fühlt sich das 20 Leute, 21 Leute. Das wird funktionieren. Also ich glaube, wir werden diese Route innerhalb kürzester Zeit auf jeden Fall auf ein lukratives und attraktives Level für uns gepusht haben. Ja, im Moment befinden wir uns mal wieder an einer Stelle, an der wir nicht viel tun können, außer den Zeitraffer Vollgas laufen zu lassen. Uns ein bisschen die Gegend angucken, ein bisschen gucken, was läuft hier eigentlich so. Wie läuft es in den Städten? Sind hier genug Passagiere unterwegs? Ja, aber ich denke mal, also so summa summarum, das sieht schon alles gut aus. Also diese Bushaltestelle macht mich echt verrückt. Hier ist immer... Nee, hier sammeln die sich ja schon wieder überall. Naja gut, soll uns ja nicht stören. Also ich meine, das ist jetzt nichts Negatives. Ich bin nur einfach verwundert, dass wir den Abtransport trotz der ganzen Kutschen bzw. Busse noch nicht vollständig geregelt bekommen. Wie sieht es eigentlich hier oben aus? Ja, hier ist auch immer noch proppevoll, mein lieber Schwan. Aber solange die Busse hier natürlich trotz allem profitabel arbeiten, soll uns das im Prinzip auch recht sein. So, wir sehen hier schon, sieht es mit dem Geld nicht so gut aus im Moment. Ich frage mich gerade, warum? Müsste doch eigentlich sich so langsam jetzt alles wieder... Ah, okay. Jetzt wird wahrscheinlich gleich der Zug in den Bahnhof einfahren, dann wird die Sache schon wieder anders aussehen mit dem Geldbeständen. Denn der macht hier natürlich immer ein fettes Plus. Gucken wir mal, wie viel er uns eigentlich bringt. Der ist ja gerade voll besetzt. Ja, fast 300.000 ist ein stattliches Sümmchen. Wenn der Zug sich jetzt da auch noch an diese Werte orientiert, okay, ich nehme alles zurück, dann sollte es auf jeden Fall sich bald verbessern. Naja, warum auch immer drei. Ich glaube tatsächlich, die Leute aus Knoxville, die wollten gar nicht nach Los Angeles, sondern die sind alle hier schon ausgestiegen in Des Moines. Und ja, was soll ich dazu sagen? Wird sich mit Sicherheit amortisieren. Ich meine, jetzt, bis der Zug zurückkommt hierher, wird der Bahnhof wahrscheinlich brechend voll sein. Und allein dann schon sollte das wieder ein bisschen Geld einspülen. Also ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich, meine lieben Schuppenkriechtiere, dass wir das hier alles hinbekommen werden. Aber auch hier, ne? Die Zughaltestelle, die füllt sich einfach nicht. Also die füllt sich schon, allerdings nicht eben in die Richtung Des Moines. Und das irritiert mich dann schon ein bisschen. Also, ja, was soll ich sagen? Also offenbar ist dieses Streckenteil, dieser Streckenabschnitt vollkommen unlukrativ. Und ich kann wirklich nicht nachvollziehen, warum. Denn eigentlich sollten doch die Leute hier nahezu überglücklich sein, dass die überhaupt bei dem kleinen Kaff hier eine vernünftige Anbindung von uns geboten bekommen. Also Dankbarkeit sieht definitiv anders aus. Und wenn Des Moines hier so weitermacht, dann wird die Stadt halt einfach früher oder später vom Netz genommen. Was soll ich euch sagen? Ne? Das ist ja einfach unverschämt hier, was hier abläuft. So, aber jetzt sind hier immerhin schon mal 22 Passagiere. Na, endlich sammelt sich hier was. Endlich amortisiert sich hier was. Endlich, ja, tragen die Arbeiten, die wir hier gerade vollzogen haben, ihre ersten Früchte. Hier sind schon 35. Die Frage, die ich mir eben nur stelle, was passiert mit den Passagieren, das können wir eigentlich im Prinzip auch überprüfen. Also so stichprobenartig zumindest. Sie möchte zu einem Geschäft. Und das Geschäftsgebäude ist natürlich, wo sollte es auch anders sein, in Des Moines. Gucken wir mal, wo der hier hin will. Der will ebenfalls nach Des Moines. Also ich scheine alle hier nur zwischen diesen zwei Städten hin und her pilgern zu wollen. Wir könnten jetzt natürlich sagen, okay, dann soll halt der Zug nur noch zwischen Des Moines und Knoxville hin und her fahren. Aber ich möchte halt gerne diese Anbindung halt vernünftig etabliert bekommen. Das kann doch nicht zu viel verlangt sein. Oder seht ihr das anders? Also ich weiß nicht, sonst sagt mir ihr mir Entschuldigung. Sonst sagt ihr mir gerne mal eure Meinung dazu. Ich meine, wenn ihr sagt, nee, komm, hören wir auf, hier unnötig Ressourcen zu verschwenden, um diese Strecke zum Laufen zu bekommen.
Dann würde ich sagen, gut, dann verändern wir es dahingehend, dass wir einfach sagen, nein, okay, ab jetzt nur noch zwischen Knoxville und Des Moines und ja, Los Angeles ist halt dann erstmal abgekoppelt und wir versuchen es dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. So, gucken wir mal kurz hier, gibt es denn hier Menschen, die wenigstens... Nee, die wollen alle nur zwischen... Ja, ja, da seht ihr es. Also, weil hier das Fenster aufploppt, ist das sozusagen ein Zeichen dafür, der will da rüber. Ja, die wollen einfach alle nur nach, also nach Knoxville von hier aus, aber keiner will nach Los Angeles. Gucken wir mal hier, selbes Spiel. Mann, ich kann es echt nicht verstehen. Aber ihr seht es hier, ist gerade mal ein Passagier. Nee, komm Leute, wir wissen ja jetzt auf jeden Fall, der Zug kann Profite machen, allerdings nur, wenn er zwischen Knoxville und Des Moines hin und her fährt. Ansonsten wird das hier uns noch Unmengen an Geld kosten und ich glaube, wir sind alle nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen. So, Entschuldigung, da musste ich einmal husten. Ah, Moment, da sehe ich gerade, hier sind wieder Straßenfahrzeuge veraltet. Oh, eine ganze Latte sogar. Wir machen mal kurz die Zeit etwas langsamer, dass wir hier kurz Zeit haben zu reagieren. Okay, einmal die Ölfeldfahrzeuge. Ist ja im Prinzip ganz cool, denn dann können wir hier endlich mal den American Horse Card nutzen. Der eben, ja, ein Produkt mehr transportieren kann, egal welcher Sorte, und sogar 5 km/h schneller unterwegs ist. Dann sagen wir, jo, dann tauscht das mal bitte alles für uns aus. So, dann gehen wir, so, die Buslinie von Des Moines ist ebenfalls dasselbe Problem am Start. Hier tauschen wir sie natürlich direkt aus gegen die Postkutsche. Wenn wir denn das Geld dafür hätten, wie mir gerade auffällt, was wir auch nicht haben. Aber wir arrangieren das jetzt schon mal, dass sobald es eben möglich ist, er das tut. Hier die Busse in Los Angeles haben ebenfalls dieselbe Problematik. Deswegen würde ich auch hier sagen, tauscht ihr uns bitte einmal aus durch die Postkutsche. Moment, jetzt nochmal kurz überprüfen. Nicht, dass ich da jetzt gerade eben das Falsche eingestellt habe. Nee, genau, hier ist es das Horsecard. Wunderbar. So. Bus Fullerton haben wir genau dasselbe Problem. Auch hier wollen wir die einmal austauschen. Natürlich gegen die Postkutschen. So, und ansonsten sieht der Rest soweit gut aus. Oder sehe ich das richtig? Ja, ja, ja. Alles top soweit. Okay, dann machen wir wieder den Zeitraffer an. Und hoffen jetzt, dass der Zug endlich mal ein bisschen Knete reinbringt. Ah, guckt euch das an. Auf einmal ist er voll. Ja, keine Ahnung, ob das vielleicht an der zu großen Entfernung liegt oder vielleicht ist der Zug schlicht und ergreifend zu langsam, dadurch die Frequenz zu gering zwischen den Stationen und deswegen sagen die Leute, nee, also wenn ich so lange fahren muss, dann fahre ich einfach nicht. Könnte sein. Also ausschließen kann ich es nicht. Ein ähnliches Problem gab es auch schon bei Train Fever, wo eben auch die Frequenz, mit der praktisch die Bahnhöfe angefahren wurden, auch darüber entscheidend war, ob die Leute überhaupt die Linie dann schlussendlich nutzen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Strecke jetzt tatsächlich nach Des Moines eben von Los Angeles aus schon zu weit ist, zumindest, ja gut, mit der kleinen Lok wahrscheinlich schon. Das, ja, das hätte man vielleicht berücksichtigen müssen. Gut, wir wissen es jetzt auf jeden Fall und ich würde sagen, das nächste Mal, wenn wir versuchen, hier die gesamte Strecke zu nutzen, dann brauchen wir einfach eine dicke Lok, die das in einer kürzeren Zeit absolvieren kann und dann sollte das Ganze auch keine Schwierigkeiten mehr bereiten. So, ich bin jetzt mal gespannt, wie viel uns das an Geld bringt. Ja, 177.000 ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin, es bringt uns jetzt endlich mal Einnahmen. Ihr seht auch schon, er hat praktisch seine Betriebskosten gerade gedeckelt. Klar, jetzt muss er nochmal zurückfahren, er ist aber ja so mehr oder weniger wieder voll.
Und dementsprechend bin ich ganz zuversichtlich, dass das jetzt richtig klappen wird. So, wunderbar, hier haben wir jetzt auch endlich Leute am Busbahnhof, die eben darauf warten, abgeholt zu werden. So, dass unsere Busse hier auch, ja, voll beladen durch die Gegend fahren können. Das ist doch wunderbar. So, wie schaut's hier aus? Ich bin ja inzwischen, was die Züge angeht, ein bisschen skeptisch und ein bisschen, ja, hab ein bisschen das Vertrauen in sie verloren. Deswegen gucken wir mal hier, wie voll bist du? Ja, du bist übervoll, wunderbar. Also den Zug, da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Der Zug, der weiß, wie es geht. Ne? Der hat das Prinzip des Geldmachens verstanden. Ja, alles wunderbar. Gut, wie gesagt, wir werden einfach für diese längere Strecke dann einfach es mal mit einer dickeren Lok probieren. Ich glaube, dann werden wir wahrscheinlich bessere Ergebnisse erzielen. Aber anders scheint es nicht gehen zu wollen. Ja, und jetzt kommt natürlich das nächste Problem, ne? Schön natürlich, dass der Zug jetzt Gewinne für uns einfährt, allerdings ist die Strecke halt so kurz zwischen diesen zwei Stationen, dass weder die eine Station noch die andere sich stark genug auffüllen können, so dass der Zug immer voll besetzt hin- und zurückfahren kann. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, ansonsten sieht die Sache recht gut aus, würde ich sagen. Gucken wir jetzt mal kurz uns die Linie nochmal an. Ja, wir haben im Prinzip keine wirklichen Verluste mehr. Also ja, hier so 12.000, hier nochmal 4.000, hier nicht mal ein Tausender. Und der Rest ist alles im grünen Bereich. Also man kann definitiv sagen, es läuft jetzt. Und ich denke, ab jetzt wird auch Geld generiert werden. Ihr seht es schon, dieses Jahr sind wir schon 120.000 im Plus. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Ergebnis für uns, denn so kommt jetzt endlich mal wieder Geld rein. Und wir müssen jetzt auch wirklich gucken, dass wir in der nächsten Zeit mal so langsam auch die Zinsbelastung wieder runterschrauben, indem wir immer, wenn uns ein bisschen Geld dann in den zukünftigen Episoden überbleibt, dass wir die eben auch ja dann an die Bank zurückzahlen, sodass die alten Blutsauger-Bankster uns nicht mehr das Geld aus den Taschen leiern können. Wunderbar, die Schiffe sind auch nach wie vor voll besetzt, so lobe ich mir das. Achso, Moment, was ich jetzt gucken wollte, da wir ja die ganze Zeit kein Geld hatten, hat er denn jetzt, sind denn hier schon die Fahrzeuge auf den Linien ausgetauscht worden? Nein, natürlich nicht, das ist natürlich schlecht, weil die Betriebskosten extrem hoch werden, sobald sie ein gewisses Alter erreicht haben, die Fahrzeuge. Aber das wird sich schon, ja, da hat schon das nächste offenbar, ja, sein Alter eben erreicht. Okay, aber das ist alles auf Linien, die wir eben bereits konfiguriert hatten. Das heißt, sobald das jetzt eben das Geld dafür da ist, werden die ausgetauscht. Ich glaube, die wurden sogar schon teilweise ausgetauscht, aber wir haben einfach noch nicht genug Geld gehabt, um alle auszutauschen. Stück für Stück wird es aber jetzt dann auch dazu kommen. Ja, war eine wieder etwas zähe Episode heute, muss ich zugeben, aber summa summarum denke ich, haben wir unser Ziel durchaus erreicht, können durchaus zufrieden sein und wie gesagt, ich denke in der nächsten Episode sollte das dann mit dem Geld auch wieder ganz anders aussehen. Ich bin gerade am überlegen, ob wir vielleicht doch wieder kommen, wir nehmen doch noch den Kredit auf, so dass die Fahrzeuge ausgetauscht werden können. Ihr seht es auch schon, wie schnell das Geld sich wieder verbraucht. Das liegt natürlich daran, dass eben die Fahrzeuge jetzt ausgetauscht werden, die eben, bei denen es eben möglich ist. Oh, guckt euch das an, zack, da ist auf einmal unser ganzes Geld, oder das heißt unser ganzes Geld, da ist auf einmal das gesamte Geld der Bank weg. So, das wollte ich eigentlich sagen. Aber wie gesagt, ich mache mir jetzt keine Sorgen, die Linien sind alle mehr oder minder funktionstüchtig. So, ich will das hier aber jetzt auf jeden Fall noch überprüfen, ob das hier wirklich funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Moment, wo ist denn der Zug? Da ist der Zug. Wie viele Passagiere hat er dabei? 39, gut, ist nicht die Welt, aber er sollte auf jeden Fall kostendeckend arbeiten, denke ich. Ja, er ist sogar schon im grünen Bereich. Alles wunderbar. Also ich denke, wir haben jetzt den Großteil unserer Probleme gelöst. Jetzt müssen wir eben warten, bis ja, alle Fahrzeuge ausgetauscht wurden, weil das wird auch nochmal eine ganze Stange Geld kosten. Wie weit sind es denn? Oh, da fehlen ja noch etliche.
Ja, was soll man da sagen, ne? Wird halt ein teurer Spaß, das Ganze. Das war aber auch, ja, bereits zu erwarten. Da darf man sich nicht wundern. Und ich glaube, im Nachhinein müssen wir ganz ehrlich sagen, oder beziehungsweise muss ich ganz ehrlich den Fehler eingestehen. Ich hätte das mit diesem Zug hier früher lösen sollen. Aber ich muss euch ganz ehrlich auch sagen, also zu meiner Verteidigung, nicht, dass ich meinen Fehler relativieren will, aber ich hätte nicht gedacht, dass der solche Probleme bereiten würde. Und ich habe dann einfach zu lange in der Hoffnung gelebt, dass ich das irgendwann ja einpendeln würde. Gut, aber wir sind auch im Prinzip schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich würde sagen, wir warten noch ein paar Sekunden, denn ich fände es dieses Mal ziemlich cool, wenn wir den Zug hier wieder nehmen, um die Ego-Perspektiv-Fahrt zu machen. Allerdings erst dann, wenn er kurz davor ist, in Los Angeles einzufahren, um eben auch mal ja die Größe und die Pracht dieser tollen Stadt mal aus der Ego-Perspektive zu erleben. Das macht schon was her. Ist auch gleich soweit. So, wir gucken noch mal kurz, so lang, bis er da angetuckert gekommen ist, wie das hier mit dem aussieht. Ja, das läuft jetzt. Das läuft jetzt. Das sind natürlich keine Unsummen und er ist halt jahrelang auf Verlust gefahren, hat unser Geld einfach nur verbrannt. Aber so langsam kommen wir dem Ziel näher. So, warten wir noch ein paar Sekunden, bis er da ein bisschen näher ist. Dann schalten wir in den normalen Geschwindigkeitsmodus. Und dann gucken wir uns die schöne Fahrt in der Ego-Perspektive an. Und zwar jetzt. So, einmal reinhüpfen in das gute Gefährt. Wunderschön. Seht es euch an. Da erstreckt sich am Ufer die Stadt. Hier wird auch schon gebaut auf unserer Uferseite. Und da sehen wir schon den leicht angehobenen Bahnhof. Wunder, wunderschön. Gut, liebe Freunde, in dem Fall bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zugucken. Ich freue mich, dass wir endlich dieses bescheuerte Problem lösen konnten mit dem Zug. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wenn ihr etwas zu sagen habt, konstruktive Kritik oder einfach eure Meinung, dann bitte gerne dafür die Kommentarfunktion nutzen. Und wenn ihr mir helfen wollt, mehr Reichweite zu generieren, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auf euren sozialen Plattformen wie Twitter, Facebook oder Google Plus meine Videos teilt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.